müde waren sie. Zu müde, um Zelte aufzubauen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Einen älteren und einen jüngeren. Was für ein Vater. Konnte ich gar nicht, da war ich so berührt, dass ich einfach sitzen bleiben musste und das Gefühl in mir behalten wollte. Und heute konnte ich doch schon auch mich ein bisschen so damit auseinandersetzen. Ich habe also Dinge erlebt, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. So kann man es auch sagen. Ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung, wie das eigentlich gehen soll. Und ich bin erstaunt, was hier alles gewachsen ist. Und also wir sind hier im Gemeindehaus in Erkner, im evangelischen Gemeindehaus in Erkner, und hier findet die Geschichtenwerkstatt statt. Geschichtenwerkstatt bedeutet, die Personen, die hierher kommen, die hören eine biblische Geschichte und nehmen dann im Anschluss die Geschichte in die Hand. Das heißt, die inneren Bilder, die entstanden sind, die werden dann sehr kreativ umgesetzt. Also viele haben überhaupt keine Vorstellung und sagen dann, so sieht es also hier in der Geschichtenwerkstatt auf. Das Zelt ist tatsächlich so die Mitte von dieser Geschichtenwerkstatt. Da ist die Nacht zu Ende. Er steht auf. Nun hängt er. Doch für ihn geht die Sonne auf. Also die Geschichte wird erzählt, das ist uns ganz wichtig. Und die wird in einem Erzählzelt erzählt. Und dann haben wir 12, 13 Stationen, wo die Teilnehmenden dann kreativ werden können. Also einerseits sind die Menschen sehr überrascht über die Kreativität, die in ihnen selber steckt. Und es löst aus, dass sie die biblischen Geschichten auf eine andere Art und Weise entdecken und sie sich selbst aneignen. Also sie finden Punkte in den biblischen Geschichten, finden Anregungen durch die biblischen Geschichten, und das, was sie gestalten, das bringt sie auf Entdeckungen, die sie vorher noch gar nicht hatten. Also wir haben eine ganze Reihe Gruppenanmeldungen. Es kommen Kinder aus dem Kindergarten ab 5 Jahren, also Vorschulkinder. Aber wir haben auch Konfirmanden, wir haben Studierende, wir haben Christenlehrerkinder. Es kommt auch heute Nachmittag eine Gruppe, eine Tanzgruppe, die sind so im Alter zwischen 50 und 80 Jahren. Also im Prinzip das ganze Spektrum von Gemeindeleben kommt hierher. Also ich finde, dass es sehr gut ankommt. Wir erzählen ja unterschiedliche Geschichten, und wir machen dann, nachdem quasi diese Werke entstanden sind, ja jedes Mal dann auch einen Rundgang. Und ich finde einfach, wenn man diesen Rundgang macht, kommen nochmal so ganz andere Aspekte von dieser Geschichte nochmal zum Tragen. Man hört nochmal Dinge oder es werden nochmal Dinge angestoßen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Geschichtenwerkstatt, ein Projekt aus Rostock. Der Kirchenkreis Mecklenburg hat vor 3, 4 Jahren die Geschichtenwerkstatt erfunden und hat sie nun an uns ausgeliehen. Also wir haben eine ganze Reihe Menschen, die Mitleitende sind. Das heißt, die Geschichtenwerkstatt betreuen, das heißt, die Geschichten erzählen und dann auch anschließend die Rundgänge mitgestalten. Es gab einige Vorbereitungstage hier in Erkner, in denen
die Teams sich vorbereitet haben und wir die Bedingungen gewissermaßen ausprobiert haben. Und der offizielle Start war der 26. Januar mit dem Eröffnungsgottesdienst in der Genezareth-Kirche hier in Erkner. Hervorragend. Wir haben eine ganze Reihe Gruppen gehabt. Von allen Gruppen kann ich einfach sagen, die sind rausgegangen, waren total begeistert, dass man wirklich biblische Geschichte mal auf eine ganz andere Art und Weise umsetzen kann. Es gab eine ganze Reihe Erwachsenen, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was passiert da eigentlich und was muss ich da machen und wie funktioniert das? Und habe so den Eindruck gehabt, sich intensiv mit einer Geschichte auseinanderzusetzen, indem man tatsächlich das dann auch nochmal kreativ umsetzen kann und dann auch nochmal von anderen Teilnehmern sich sagen lässt, was sehen die in dem gestalteten Werk. Das setzt einfach nochmal so ganz neue Impulse in Kraft. Also es war schon einfach verblüffend auch, ja. Es ist besser aufgegangen, als wir erhofft hatten. Wir haben uns sehr darauf gefreut, ganz unterschiedliche Gruppen einzuladen, dass sich tatsächlich so viele Gruppen angemeldet haben. Das hatten wir gar nicht erhofft. Sie haben es wirklich getan. Die Menschen jeden Alters, sie kommen, sind dabei und sind begeistert. Insofern kann ich sagen, ja, es geht wunderbar auf. Cool. Also es ist wirklich interessant und es ist mal was anderes zu sehen. Ja. Wir kannten die Geschichte vorher auch schon ausführlicher, würde ich sagen. Aber die lässt einen nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Es ist halt was ganz anderes, als eine normale Geschichte einfach zu lesen oder zu hören. Und man erlebt sie auch anders, weil man aus ganz anderen Blickwinkeln die Geschichte sieht. Auch hier bei dem Sprechen gerade hat man so viel gesehen, was andere, was ich nicht gesehen habe, aber andere dafür umso mehr gesehen haben. Und dass diese verschiedenen Perspektiven zu haben, das war richtig, richtig cool und interessant. Also ich würde auch nochmal hierher kommen. Es ist echt spitze, dass es diese Werkstatt gibt. Hätte ich mir nicht so vorgestellt. Ja. Es war wirklich sehr interessant und man nimmt doch ganz viel auch passiert. Ja, und da kann man es noch weiterempfehlen, dass es weitergeht. Ja.